Willkommen auf dem Kanal, der Sachen macht, die sonst keiner macht, weil sie absolut bescheuert sind, nämlich dem Kanal hier. Willkommen, hi, wir spielen wieder Hearts of Iron 4 und heute sogar mit mir. Oh, das Römische Reich, wer hat das wohl gespielt? Was wir heute machen, wir spielen nicht mit dem Deutschen Reich, nein, wir spielen mit dem Baguettes. Ich spiele mit den Baguettes. Naja, jedenfalls habe ich mir gedacht, ich fand immer Frankreich relativ easy tatsächlich. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das mal ein bisschen historisch. Und ja, ihr werdet sehen, was wir machen. Als erstes werden wir Deutschland leicht stärken. Leicht, also ganz leicht stärken. Maximal, um genau zu sein. Das ist mal das erste Dumme, was ich mache. Dann sorge ich dafür, dass wir historisch spielen. Das bedeutet, dass Deutschland auch das macht, was sie historisch machen sollten. Und jetzt schauen wir dann kurz noch ins Spiel rein, denn da kommt die nächste Phase. Meines absolut bescheuerten Plans. Wir haben nämlich die Expert AI Mod wieder mit installiert. Das ist ja die Mod, die die KI deutlich stärker macht. Plus, wir können es halt noch alles völlig übertrieben machen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir killen das heute komplett und wir setzen alle Boni, die ein Land bekommt, was gegen uns kämpft, auf maximal. Das bedeutet in dem Fall hier Deutschland und auch andere faschistische Länder, die ja jetzt quasi mit Deutschland verbündet sind oder gegen uns kämpfen, bekommen verrückte Boni auf Produktion und so weiter. Dann sollten wir es jemals schaffen, in feindliches Gebiet zu pushen, bekommen die noch mehr brutale Boni. Und weil die ja jetzt tonnenweise Truppen haben werden, setzen wir den Verschleiß auf -75%. Und, weil ich richtig krank in der Birne bin, gibt es auch noch dynamische Verstärkungen und kostenlose Konvois. Ja. Und falls ihr euch jetzt denkt, ich bin komplett behindert, ja, bin ich. 100 Punkte. Denn an sich ist Frankreich ja easy peasy zu spielen, wenn man normal spielt, ohne feindliche, gebuffte Nationen. Aber an sich hat Frankreich in so einer Situation jetzt schon ein paar Nachteile. Wir haben relativ instabile Wirtschaft, die haben viele Kolonien. Das Land war auch schon mal besser drauf. Ja. Aber wenn euch solche crazy Challenges gefallen, gerne einen Daumen nach oben geben und der Krabbe schreiben, wie geil verrückt sie doch ist. Das finde ich immer absolut cool. Und wenn ihr noch Ideen für solche verrückten Challenges habt, dann hämmert gerne in die Kommentare. Ich lese mir das immer alles gerne durch. Und natürlich werden wir auch auf keinen Fall kommunistisch. Soweit kommt's noch. Mein grundsätzlicher Plan ist ganz einfach. Wir bauen Truppen ohne Ende und versuchen uns zu verteidigen. Und ganz wichtig, wir werden nicht hier verteidigen, das kann ich jetzt schon sagen. Wir werden uns hier zurückziehen, hinter diesen wunderschönen kleinen Fluss. Der heißt, so bescheuert, dass ich euch den Namen nur buchstabieren werde. Nämlich, ich glaube, es war RH, komisches O-N-E, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Was wir außerdem auch machen werden, ist, wir werden tatsächlich eiskalt auf unsere Kolonien pupsen. Die sind mir sowas von Pups, egal. Genauso brauchen wir keine Panzer, denn wir wollen eigentlich nur verteidigen. Und auch unsere Flotte ist eigentlich erstmal relativ wurscht, denn wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir nicht aufgrund unserer Flotte, sondern aufgrund unserer Armee. Deswegen hier auch keine Flotte, die Ressourcen können wir lieber anderweitig nutzen. Wenn ihr auch genug von Panzerschlachten habt, könntet ihr eventuell auch mal ins Mittelalter eintauchen. Und an der Stelle dann ein großes Dankeschön an den Sponsor des Videos, Much of Empires. In Much of Empires bauen wir unser eigenes Reich auf, rekrutieren neue Einheiten, erforschen neue Technologien, hauen bösartige Barbaren über den Haufen und farmen gemütlich Ressourcen. Regelmäßige historische Events lassen auch Herzen von Fans der Geschichte höher schlagen. Und das Beste daran ist, ihr könnt das Spiel kostenlos auf dem Handy und PC spielen, wie zum Beispiel dem Windows Store, iOS, Android und Steam. Ich bin übrigens auf der Suche nach neuen Mitspielern, die mir dabei helfen, das gesamte Reich zu unterwerfen. Also wenn ihr Bock habt, gerne dem Krabben-Squad beitreten. Ihr findet mich aktuell im Reich 483. Dabei ist es auch völlig egal, ob ihr Shogun, König, Sultan oder Zar spielt. Jeder mit seinen eigenen Vorteilen und speziellen Einheiten. Und es ist mir auch völlig egal, welchen Helden ihr wählt, wie ihr ihn skillt oder welche Ausrüstung ihr ihm gebt. Denn am Ende gibt es unzählige Taktiken, Truppen, Einheiten und Möglichkeiten, March of Empires zu spielen und zu dominieren. Wenn ihr das Spiel jetzt noch über meinen Link herunterladet, gibt es außerdem noch ein paar coole Boni, um euch den Einstieg etwas zu erleichtern. Ansonsten euch viel Spaß mit March of Empires und nochmal ein fettes Dankeschön für Sponsoren des Videos. So, das ist alles, was wir brauchen. Wobei, ihr bräuchten wahrscheinlich nicht mal Trucks. Ich nehme es jetzt kurzfristig trotzdem mit für die Support Divisions, weil wir da auf alle Fälle auch Feldlazarett mit reinschmeißen werden. Und wir werden uns nachher auf alle Fälle hinter diesen wunderschönen Fluss mit dem RHONE zurückziehen. Das sollte für die Italiener fast unmöglich sein zu penetrieren. Wahrscheinlich ist auch genau das, was als erstes fällt. Und ihr dürft auch gerne in die Kommentare schreiben, ob wir das Ganze gewinnen gegen eine super Achse, die ist wirklich super, oder ob wir verlieren werden. Eure Tendenzen da mal bitte rein. Bin immer sehr interessant zu wissen, was ihr denkt. Weil wenn mich einer fragen würde, ob ich in den Sieg glaube, ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ja gut, kam jetzt nicht so eindrucksvoll rüber, wie ich es mir vorgestellt hatte. Digga, was ist das hier überhaupt, Alter? Geht mir auch maximal gegen den Uhrzeiger. Ja, freilich. Wir könnten also quasi direkt versuchen, einen Krieg gegen die Deutschen heraufzubeschwören, aber das machen wir natürlich nicht, weil was willst du denn da machen, Alter? Wollen wir den Baguettes an den Kopf schmeißen, oder was? Ha, die Massen wollen die Wiederbewaffnung und hell yeah, ich bin dabei. So, was ist unser Fokus? Aggressiv oder defensiv? Wie im Kindergarten, wenn du mit einem kleinen Kind redest, musst du den Kindern erklären, wenn er das macht, kriegt er auf die Finger. Und wenn er das macht, ist es ein good boy. Gut, vielleicht wechsle ich gerade Hunde mit Kindern. Oh, unsere italienischen Freunde haben auch relativ schnell gegen Äthiopien gewonnen. Aber nicht so schnell wie ich damals. Noob, noob. Brauchst gar nicht so arrogant gucken, hä? Haut die gleich auf die Schnauze. Ist übrigens gerade aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich den richtigen Weg gewählt habe, den ich wählen wollte. Am Ende des Tages können wir jetzt nämlich sowohl die Orleanisten als auch den rechtmäßigen Herrscher sowohl das Dritte Reich ausrufen. Das Dritte Reich klingt eigentlich interessant. Schauen wir mal, was wir heute wieder treiben. Ihr wisst ja, bei der Kreml wird es nie langweilig. Da brauchen natürlich alle erstmal Verteidigungstraits, wer hätte es gedacht. Und wichtig ist auch bei unseren Generälen, dass wir natürlich vor allem Leute nehmen, die generell schon mit relativ guten Defensiv-Skills starten. Wenn mich jetzt irgendeiner fragt, warum, ne? Dann verliere ich aber den Glauben an mein Baguette. Das sage ich euch. Ich finde es so schön, dass Frankreich alle relativ viele Möglichkeiten hat, auch relativ schnell die Wirtschaft zu verbessern. Was uns natürlich zugute kommt. Während die Japaner mal wieder eskalieren und sich an den Chinesen probieren. Ja, man wartet eigentlich auf den Henker, ne? Man wartet darauf, dass der Mann mit der Axt kommt, einen böse anschaut und dann die Axt fallen lässt. Ah ne, wobei, in Frankreich war ja das mit dieser Guillotine, ne? Guillotine hat man auch nur erfunden, weil sich keiner getraut hat, demjenigen in die Augen zu schauen, dem man den Kopf abhauen sollte. Ich bin ja persönlich, ich bin eher der Freund eines Henkers. Ich finde es super, selber die Axt zu schwingen, wenn ich jemanden beseitige. Ja, Guillotine ist langweilig. Da mache ich es ja nicht selber. Wisst ihr, was ich meine? Weiß nicht, wie ihr das seht. Seid ihr eher die Freunde vom selber ausführen? Oder seid ihr diejenigen, die ausführen lassen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich sollte vielleicht nochmal erwähnen, dass das Gespräch gerade nur Spaß war. Nicht, dass YouTube gleich wieder Zuckungen bekommt und das Video sperrt. Es war nur Spaß, okay? Spaß. Hier bringt niemand irgendjemanden um. Ist ja nicht so, dass ich das auch am Anfang immer dazu erwähnen müsste. Aber willkommen im Jahr 2023, wo man nicht mehr Spaß machen kann. Wisst ihr, was das Dümmste wäre, was man jetzt aktuell machen könnte? Die Maschinolinie auflösen. Was? Digga, chill. What the fuck? Warum? Es ist 1938. Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Keine Ahnung, was das jetzt wird, aber ich bin besorgt. Ich bin ein besorgter Bürger des Französischen Reichs. Nee, ich bin Anführer. Ich bin ein besorgter Anführer. Ich bin der besorgte Anführer des Französischen Reichs. So, wir werden jetzt erstmal diesen Abzug von 25% durch die Vollbeschäftigung entfernen, indem wir die Einwanderung pushen. Wir holen quasi alles rein. Was sie allerdings nicht wissen, die kommen hier alle nur rein, um zu sterben. Weil die müssen kämpfen, da gibt's nichts mit Arbeit. Ey, das Video wird so hart gesperrt, ne? Die Tschechen sind's. Naja, müssen sie halt das Sudetenland abgeben. Meine Güte, man kann nicht alles haben. Also die Deutschen schon in dem Fall, aber die Tschechen halt nicht. Schaut ja fast noch gleich aus, ne? Wir haben übrigens auch schon das Richtige ausgewählt. 10% maximale Verteidigung und 25% Verteidigungsgeschwindigkeit. Ist schon mal ganz cool für den Anfang. Da die Nationalisten den spanischen Bürgerkrieg gewonnen haben, müssen wir das langfristig natürlich mit bedenken, da es sicherlich passieren wird, dass irgendwann auch diese Gauner sich dazu entschließen werden, uns mit anzugreifen. Aber best case dauert es ein bisschen, bevor das passiert. So, das sind die fertigen Templates, die wir jetzt soweit verwenden. Also, das sind sie jetzt. Nochmal was geändert. Also Artillerie, ne, ist ja logisch. Sowieso dann unsere Engineer Company, die quasi Verteidigung nochmal gut buffen. Dann natürlich Anti-Erde, stecken wir hier nachher auch noch was drüben rein. Und ganz wichtig sowieso ist eigentlich hier diese Maintenance Company, denn die sorgt dafür, dass wir feindliche Ausrüstung klauen können, was maximal wichtig für unser Projekt werden wird. Und dann haben wir noch das Feldhospital, also das Feldlazarett mit drin, um unsere Verluste zu verringern und die Erfahrung zu verbessern. My Denglish is also not the yellow from the egg. Oder auch I believe I spider. Ja, jetzt haben wir die Forts erweitert. Jetzt bin ich doch im Überlegen, ob wir vielleicht trotzdem hier verteidigen. Man ist ja auch Gebirge mit dabei. Wäre vielleicht gar nicht so blöd im ersten Moment mal. Notfalls kann ich hier eine zweite Fallback-Linie machen. Aber auch die Maginot-Linie wird weiter nach Belgien ausgebaut. Wir wissen ja, was kommt. Und natürlich pushen wir auch hier die Forschung direkt, dass wir nochmal
weitere 5% bekommen. Also vom Ausrüstungsklau unserer Feinde. Und... Ah, wir garantieren die Polen gar nicht. Ha! Ihr Opfer, Alter. Ihr Idioten. Viel Spaß, Britannien, mit dem deutschen Super. Wobei, noch sind sie gar nicht so super. Das wird erst super, wenn wir mit denen im Krieg liegen. Aber ich werde die Konfrontation in dem Fall nicht suchen. Ich halte mich da raus. Ja, Polen war auf alle Fälle schnell weg. Wie stark sind denn die Deutschen aktuell? Ah, 1, ja, es geht noch. 1,2 Millionen Man. Das ist normal eigentlich. Weil schon deutlich... Naja, wobei, so normal ist es auch nicht. Ja, die Dänen müssen auch gleich dran glauben. Die Deutschen verlieren nämlich überhaupt keine Zeit. Und da sie mich hier aktuell nicht angreifen müssen, können sie machen, was sie wollen. Ja. Und here we go. Wir haben die Zeit genossen, solange sie angehalten hat. Ha. Und die Finnen bekommen von den Sowjets auf die Schnauze. Oder umgekehrt. Wir haben jetzt 1,1 Millionen Mann, nachher 1,2 Millionen Mann im Feld. Schauen wir mal, was die 1,2 Millionen Mann am Ende wert sind. Ja. Hallo? Hi. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Haben Sie die Krabbe abonniert? Ja. Ja? Sehr gut. Dann noch einen schönen Tag, ne? Tschüss. Vorhin die ganze Zeit auf den Lichtschalter gedrückt. Ich wundere mich, warum die Klingel nicht geht. Ich hab's gehört. Ah, Deutsches Reich hat Belgien den Krieg erklärt, den Niederlanden den Krieg erklärt und Luxemburg den Krieg erklärt, aber nicht mir. Weil es laden uns die Briten ein. Ja, ja, komm. Wir können nicht ewig zusehen. Also doch, ja, könnten wir schon, aber will ich gar nicht. Am Ende schlafe ich nur ein vor Langeweile. Ja. Okay, die Deutschen verstehen überhaupt keinen Spaß, sehe ich gerade. Die greifen auch direkt an. Juckt sie gar nicht, aber wir haben Verteidigungswerte. Ja. Die ersten Statistiken sind in. Wir haben 8000 Mann verloren. Die Deutschen... Okay. Ja gut, mal schauen, wie lange das anhält. Ja, natürlich. Jetzt geht's um unser Überleben. Es geht um alles oder nichts. Es geht um die Existenz der französischen Rasse. Und was machen die Leute? Ja, wir haben eigentlich gar keinen Bock zu arbeiten. Wir hätten gerne eine 2-Tage-Woche. Geil. Geil, die Verluste. Ja, aber wie gesagt, mal schauen, wie lange das gut geht. Die Deutschen sollten jetzt auch... Ja, da haben sie schon. 3% mehr rekrutierbare Bevölkerung. 15% weniger Nachschubbedarf. 100% Effizienzwachstum bei der Produktion. Quasi Produktion ohne Güter. Doppelte Werftenproduktion. Alter, och, ist das ekelhaft, ey. Und da sind noch nicht mal die Boni mit eingerechnet. Sollten wir die Deutschen angreifen, dann wird es nämlich noch krasser. Ah, das ist nicht so toll. Das ist gar nicht toll. Alarm, Stufe dunkelrot. Gleich mit Last Stand reinschmeißen. Letzte Verteidigung. Und euch schickt man dort auch schnell mit hin. Und ich glaube, Last Stand hat uns hier nochmal den Arsch gerettet in allerletzter Sekunde. Also Last Stand ist hier wirklich, ne, die Fertigkeiten, die es hier gibt, sind echt nicht zu unterschätzen. Plus, wir nehmen jetzt natürlich hier alles an Verteidigungsfertigkeiten mit, was wir bekommen können. Und hier Scavenger, auch sehr nice. Plus hier Entrenchment Speed plus 10%, weil wir auch rein theoretisch hier sogar Grand Metal Cost, also 50% günstigere Medaillenvergabe machen könnten, weil da gibt es auch nochmal ganz coole Boni. Aber wir nehmen jetzt erstmal die Entrenchment Speed mit und konnten hier das Ei echt nochmal schaukeln. Weil ich sag's euch, wie es ist, sobald die schaffen, unsere Verteidigungsanlagen zu durchdringen, ist hier Licht aus, die Stromanlage ist gekappt und oh, nein, nein, lass das. Geht aber auch immer noch irgendwie gut, ne? Nochmal Last Stand bei dir mit rein. Auch hier Scavenger und auch bei dir Ambusher. Das ist alles coole Trades halt für Verteidigungsschlachten. Und du, wir brauchen halt noch einen... Oh, das ist aber auch gut. Entrenchment-Spezialisten. Habe ich eigentlich so auch noch nie genutzt, aber verbessert unsere Eingrabungsgeschwindigkeit um 8% nochmal. Und einen Infanterie-Experten bräuchten wir langfristig noch. Aber, naja, wir haben keine Command-Power und wir haben keine politische Macht. Wir haben gar nichts eigentlich. Wir sind am Arsch. Warum schickt mir die Briten eigentlich keine Hilfe? Bewegt mal eure hässlichen Truppen hier rüber jetzt. Letzten Trade, den wir übrigens hier mitnehmen, ist statische Kriegsführung. Das erhöht nochmal den Verschanzungswert und die Verschanzungsgeschwindigkeit. Und wir nehmen alles mit, was wir brauchen können, um uns zu verteidigen gegen die Deutschen. Ah, und die Italiener greifen in der Zwischenzeit auch an. Hervorragend. So, bekommst du auch Scavenger mit rein? Oder auch nicht? Ach ja, mit dieser Command Power, ey. So, jetzt bekommst du Scavenger. Wobei auch Ambusher hier, glaube ich, nee, wir nehmen Ambusher erstmal mit. Nachher vielleicht nochmal Scavenger, mal gucken. Naja. Capture tun wir jetzt aktuell nicht so viel. 142.000 Kampfverluste und wir haben davon 241 Ausrüstung gesnackt.
Ja, bin ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen. Aber wir zerstören echt viel, vor allem Infanterie-Equipment. Alter, was wir von denen geschreddert haben. Unsere eigenen Verluste sind da relativ minimal. Und jetzt, komm, ihr geht mir auf den Sack, Alter. Kann ich nicht mein französisches Volk austauschen mit zum Beispiel dem sowjetischen Volk, weil die kämpfen bis zum letzten Mann. Italiener machen jetzt gerade echt ernst. Müssen wir hier unten aufpassen. Übrigens enorm wichtig für Italien, ihr müsst unbedingt hier unten mindestens einen Supply Hub hinbauen. Ansonsten bekommt ihr keine Versorgung, werdet innerhalb kürzester Zeit hier oben weggepusht. I don't like it. Meine, am Ende des Tages könnte es wahrscheinlich auch mit höherer Wahrscheinlichkeit passieren, dass uns einfach die Manpower ausgeht. Aber jetzt haben wir nochmal Prepare Defense, noch mehr Verteidigung und noch mehr Organisation. Mein Deutsch ist auch wieder im Feierabend gegangen. Nein, wir haben echt eine Provinz verloren. Mann, diese hässlichen. Ja, jetzt haben wir auch unseren ersten Infanterie-Spezialisten. Wie gesagt, ich bräuchte jetzt nur noch mal ein bisschen politische Macht. Wo auch immer ich mir die herziehen soll. Das ist halt das, was nicht passieren sollte. Und genau das ist jetzt geschehen. Die Maginot-Linie wurde durchbrochen. Aber was willst du auch machen gegen diesen deutschen Powerhouse-Push-Terror? Ah, oh oh. Jetzt wird es langsam ein bisschen prekär, weil sie an mehreren Stellen durchbrechen. Die Luftwaffe ist so unfassbar stark von den Achsenmächten. Die haben tausende Flugzeuge. Natürlich auch aufgrund dieser leichten Produktionsboni. Und ich weiß nicht, was wir dagegen machen sollen. Ja, ich schmeiße übrigens direkt die Hände. Also, man muss mal realistisch. Also, wenn ich muss nicht mal Paris verlieren. Ich glaube, wenn wir hier so ein paar größere Städte verlieren, dann schmeißen wir das Handtuch. Mal fürs Protokoll, ne? Also, es ist hier gleich Feierabend. 176.000 zu 2,2 Millionen und 590.000. Also insgesamt haben wir knapp 280.000 zugefügt und haben 180.000 verloren. Damit kann ich tatsächlich aktuell noch gut leben. So, und das ist das Allerbeste, was kommt. Geteilte Regierung kommt endlich weg und damit sind ein paar Probleme gelöst. Apropos Probleme, ganz vergessen, dass ich das noch machen wollte. Aber ich glaube, langfristig gibt es nur einen einzigen Weg. Wir müssen eine möglichst starke Luftwaffe bauen mit sehr effizienten Jägern und versuchen, über diesen Weg dann die deutsche Luftüberlegenheit zu brechen und eigene Offensiven zu starten. Ja, Capturen wird besser. 1000 Ausrüstungsgegenstände haben wir erbeuten können, weil die meisten halt Infanterieausrüstung sind. So, jetzt können wir endlich mal unsere Rekrutierung verstärken auf 5%. Wisst ihr, was jetzt echt scheiße wäre? Wenn die Spanier uns angreifen würden. Aber aktuell ist noch alles chillig. Wobei rein theoretisch wäre auch ein Kriegsbeitritt der Schweiz auf unserer Seite ein Desaster, weil die würden keine 4,5 Sekunden überleben. Aber meine Freunde, die Orlinisten oder wie auch immer das ausgesprochen wird, sind back in business, yo. Was ist das denn für ein Typ, Alter? Digga, für den habe ich nicht unterschrieben, ich will den nicht, tut ihn weg. Sag mal bitte, dass ich ihn irgendeinen anderen einstellen kann, Alter. Nee, scheiße. Verdammter Mist. Oh. Dachte, wir kriegen jetzt irgendeinen so schmucken Boy mit hübschen Anzug. Oh, das schaut richtig creepy aus. Ich habe jetzt auf einmal Angst, mit Frankreich zu spielen. Ah, wollt ihr mal Crazy Divisions sehen? Hier sind sie. 2 Anti-Air, 2 Artillerie, 1 Anti-Tank, muss sein. Und insgesamt 12-mal Infanterie. Was eine Combat-Wave von 33 ist nicht gut, ist aber auch nicht schlecht. Um es mal in Tschernobyl-Sprache auszudrücken. Viel interessanter wird nur, wo wir mit der Manpower jetzt am Ende dann gleich stehen werden. Eine Sache habe ich ganz vergessen, tatsächlich original. Die Manpower, denn trotz aller Boni auf alles, haben die keine unendliche Manpower. Außer wir greifen sie an, weil dann spawnen sie sich ja neue Divisionen. Aber das könnte ein kleiner Weg sein, wie wir uns aus dieser Bredouille manövrieren könnten. Wir lassen die Deutschen ausbluten wie eine Sardine. Ah, wir können auch endlich Sieger des Ersten Weltkriegs entfernen, was nochmal rekrutierbare Bevölkerung bringt und noch ein paar coole andere Boni. Die Italiener sind noch viel entspannter. Die sind erst bei 5% und noch viel mehr Truppen verfügbar. Könnte auch damit zusammenhängen, dass Kollege Mussolini seine komplette Armee vor seinem Hof hält und nicht angreifen lässt. Stattdessen lässt er lieber Japaner und Slowaken angreifen. Erbärmlich, echt. Und Deutsche. Die Deutschen auch noch. Achso, der scheitert wieder gegen Griechenland. So ein Narr. Schauen wir mal, was mit meiner Luftwaffe so läuft. Naja, die Briten sind auch mit dabei. Sieht jetzt erstmal nicht so toll aus. Mal gucken, wie es langfristig aussieht. Richtig wäre halt, die Luftüberlegenheit der Deutschen zu brechen, damit die mir nicht den ganzen Tag die Leute wegschießen. Hä, hey, Digga, jetzt mal ohne Witz, wo kommt die ganze Manpower her? Der pumpt Truppen, also das war bei 400.000, sind wir bei 1,1 Millionen, da hat aber die... Ja gut, vielleicht mobilisieren sie noch. Ah, Luftwaffe 3.900 Flugzeuge, mal gucken, wie sich das jetzt langfristig entwickelt. Ja, greift hier unten an, bringt euch überhaupt nichts. Die Deutschen machen eh nichts mehr, ich weiß gar nicht, wofür die Deutschen überhaupt dabei sind. Jetzt buff ich die so hart, Alter, dann greifen die mich nicht mal an. Ich habe auch wirklich nur Fighter aktuell in Produktion. Was anderes nicht, Close Air Support und so, bringt eh nichts. Deswegen nur Fighter erstmal für Luftüberlegenheit. Was? Okay. 18 Divisionen. Hä, bin ich jetzt kommunistisch geworden oder was? Nee. Oh.
Oh, Moment. Oh, ich habe irgendwie mein eigenes Bündnis gegründet. Hä? Habe ich den jetzt schon wieder getrieben, Alter? Oh, ich habe mein eigenes Bündnis gemacht. Ups. Shit. Naja, aber die bleiben bei mir. Das ist das Wichtigste, dass sie mich weiterhin unterstützen. Und hier an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle, die meinen Kanal unabhängig von Werbeeinnahmen finanzieren. Das sind Kanalmitglieder und Leute, die mir hin und wieder ein paar Spenden da lassen. Großes Dankeschön auch nochmal an euch, dass ihr mich so derart noch extra zusätzlich unterstützt. Ich trete mal wieder schnell den Alliierten bei. Das war nämlich so nicht geplant. Wer greift denn da an? Leute, lasst doch den Scheiß, greift doch nicht an, Alter. Da warten die doch nur drauf, die Deutschen. Ah, die deutsche Luftwaffe schrumpft. Ihr habt keine Öl mehr. Unsere Flugzeuge fliegen nicht mehr, stürzen aktuell ab. 19.000 Flugzeuge verloren. Gut, so übertrieben war es jetzt auch nicht, aber wir brauchen Öl. Amerikaner handeln jetzt Öl mit uns. Das ist eh das, was wir am besten können. So, Deutschland, was ist mit euren Flugzeugen jetzt? Hm? Das sind übrigens die Fighter aktuell. Gar nicht so teuer. Und das Beste ist, dass wir durch das Ganze hier nochmal 2 Aluminium weniger zahlen, die Produktionskosten senken können. Wir verlieren zwar auch ein bisschen Verteidigung, ist aber nicht so schlimm. Wichtig ist für mich Offensive und Agility. Und für die deutschen Flugzeuge langt das aktuell easy peasy. Es sah ja ein paar Mal echt beschissen aus, aber da die Deutschen in der Zwischenzeit aufgehört haben anzugreifen und die gesamte alliierte Welt mir zu Hilfe geeilt ist, sehe ich das Ganze aktuell sehr entspannt. Das Problem kommt nur dann, wenn wir angreifen müssen, weil dann schaut es wieder anders aus. Oder wenn die Spanier sich einmischen. Tja, von 4.000 auf 1.200. Die deutsche Luftwaffe ist nicht mehr so gefürchtet wie früher. Haben sie gerade meinen Handelspartner hops genommen. Britisch-Malaysia. Ruhe und Frieden. Jetzt habe ich keinen... ist der Gummisupport eingebrochen? Ich werde verrückt. Müssen synthetische Raffinerien bauen, was das Zeug hält. Ansonsten gibt es nämlich keinen Gummi mehr und damit auch keine Flugzeuge. Aber was wir jetzt machen ist, wir stellen auf 10%. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil wir nämlich jetzt langfristig eine Offensive beginnen werden. Briten sind an unserer Seite mit hunderten Divisionen. Russen sind... Warum sind die Russen an unserer Seite? Hä? Achso, mit den Truppen, die sie mir geschickt haben. Lol. Aber dann stellt sich halt die Frage später. Werden wir siegen oder werden wir vernichtet werden? Ja, haben wir keine Luftwaffe mehr. Hm, armes Deutschland. Also komm, wir machen es mal, weil wir haben ja in der Zwischenzeit, wie ihr sehen könnt, relativ gute Green Air. Bin sehr gespannt. Hier unten braucht man nicht angreifen, aber hier oben schauen wir mal. Ah, okay, gut. Es ist sehr rot, aber auch an manchen Stellen ein bisschen grün. Obwohl keine Luftwaffe mit dabei ist. Einziger Vorteil ist, wir haben einen sehr, sehr guten Planungsbonus von, ich glaube, 120%. Der pusht unsere Offensivwerte natürlich jetzt ein gutes Stück. Aber wenn der ausläuft, dürfte es wieder anders aussehen. Na gut, an der Maginot-Linie geht es gar nicht entlang. Wir haben auch schon direkt komplett alle Boni verloren. Ei, gar nicht gut. Im Norden hingegen klappt es ganz gut. Wir machen quasi das, was Deutschland sonst immer macht. Around Maginot, aber dieses Mal andersherum. Ja gut, hier im Süden. Gut, war nur Spaß. Ihr könnt euch auch wieder aufhören anzugreifen. Sorry, Leute. Hatte alles Stufe 5 Einheiten. Da sind leider schon ein paar von draufgegangen. So ist so offensiv, ist immer kostspielig. Wenn man verteidigt, ist immer easy peasy. Aber angreifen ist schrecklich. Oh Gott, jetzt haben wir sogar zurückgepusht schon. Ja, Verluste schießen auch in die Höhe natürlich. Und die Deutschen haben Serbien den Krieg erklärt. Ja, trotz kompletter Green Air kommen wir nicht wirklich weiter, was mich sehr traurig stimmt. Und wann ist eigentlich das hier unten passiert? Kommt mir jetzt erst. Ja, stimmt, die haben irgendwann mal Serbien den Krieg erklärt, ne? Meine Güte, ich sollte aufhören, über 2 Tage aufzunehmen. Da kommt man irgendwann voll und ganz aus dem Tritt. Ja, meine ganzen neuen Freunde sind direkt Geschichte. Da beißt er auf Granit. Ohne Witz, da kommst kein Millimeter durch. Aber die verfügbare Manpower der Deutschen sinkt wieder ein bisschen. Okay, die Deutschen haben ihre Truppen in Italien zurückgezogen. Das nutzen wir aus und machen ein bisschen Stress. Italiener alleine sind grundsätzlich unfähig. Ja, das sieht doch mal ganz gut aus gerade. Dafür kommen die Deutschen allerdings aktuell und hauen uns auf die Fresse, und zwar ziemlich hart. Ja, Italien hat sich aufgelöst. Die haben die Truppen weggeschmissen, im Mittelmeer ertränkt. Keine Ahnung. Bekommen jetzt aber halt diesen Desperate Defense Bonus, der unter anderem nochmal maximal 200% die Produktion bufft. Also, ja, und Divisions werden deutlich schneller trainiert. Ekelhaft. Ekelhaft. Jo, die Deutschen. 360 Divisionen, Alter. Boah, die häckseln uns. Alter, das kannst du dir nicht mit angucken. Also Italien kollabiert und die Deutschen häckseln uns aktuell. Das Ding ist, die spawnen sich jetzt halt auch noch Truppen. Das kommt ja auch nochmal dazu. Die haben ja auch um die 1,6, 1,7 Millionen Manpower. Davon sind wahrscheinlich 1 Million gecheatet. Aber so ist es halt. Wir wollten es ja so. Also müssen wir auch damit leben. Digga, die spawnen sich Truppen in Rom. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist so uncool. Und das sind auch keine Idiotendivisionen. Die sind enorm stark, komplett ausgestattet, komplett ausgerüstet und komplett gut aufgebaut. Da hilft nur noch die Atombombe, aber das ist erst 1945 fertig. Oh Gott, oh Gott. Also in 1,5 Jahren. Keine Ahnung, ob wir bis dahin nur leben.
Ich finde es so krass, wie aktiv die KI ist. Sie haben überall Kollaborationsregierungen in fast jedem Land in den Major-Nationen. Ein bisschen bei den Alliierten, die Major-Nationen nicht. Bei vielen kleinen Nationen, wie Australien, Griechenland zum Beispiel, Belgien. Fleißig, fleißig. Greifen jetzt hier aktuell mit allem, was wir haben, die Deutschen an. Weil uns läuft doch die Zeit davon, muss ich leider gestehen. Aber ich sag's euch, mit grüner Erb kommt man auch gegen eine super deutsche Nation irgendwie an. Und ich bin sogar bester Dinge, dass wir das Ding vielleicht sogar gewinnen können. Ja, ja. Schau ich das an. Deutschland hat zwar tonnenweise Truppen, aber unsere Luftwaffe schreddert aktuell so ein bisschen die deutschen Einheiten. Ja, bei den Niederlanden sind wir sogar komplett durchgebrochen. Plus, wir haben es geschafft, Rom zu erobern. Ja, unsere Verluste schießen auch hoch, aber meine Güte, man kann nicht alles haben. Ah, sieht nicht mehr so gut aus fürs Deutsche Reich. Bin auch unfassbar stolz auf die Griechen, die hier wieder mal mit leicht alliierter Hilfe es schaffen, ihr Land zu halten. Italien dürfte auch bald fallen. Was ich relativ interessant finde, dass sie, obwohl sie brutale Boni haben, immer noch Versorgungsprobleme haben. Deutet mal wieder auf eine inkompetente Heeresleitung bei den Italienern hin. Ja, die Italiener sind schon mal im Säckli. Und auch die Deutschen, für die sieht es ebenfalls nicht mehr gut aus. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir das tatsächlich so gut schaffen. So ist das allergeilste Bild ever. Die Alliierten machen die Achse so kalt. Also, ich will ja nichts sagen, aber das lief bis vor ein paar Minuten besser. Wir schreddern aktuell unsere Alter, die haben Divisionen. Allein in Berlin stehen 20 Divisionen rum. So zum Spaß. Nur zum Spaß als Verteidigung. Ah, jetzt werden sie dann... nee, stehen immer noch da. Digga, jetzt werden die in Italien auch noch zurückgepusht, diese Trottel. Ah, zum Glück habe ich eine Reservearmee vorbereitet. Es ist so lost, man. Die cheaten sich Truppen, vor allem jetzt noch mit diesem Superbonus. Das ist so krank. Die cheaten sich Divisionen rein, da wird einem schlecht. Oh, aber Polen ist wieder da, ein Aufstand, oh ja. Jetzt müssen wir zuschlagen. Also jetzt alles oder nichts. Okay, oder scheinbar eher nichts. Wir sind nicht mal die Stärksten übrigens. Die Briten und Franzosen, die Briten und Amis haben viel mehr Divisionen als wir, aber wir haben viel mehr Verluste. Naval Invasions gibt es auch noch. Das heißt, alles oder nichts, Freunde. Das Deutsche Reich steht kurz vorm Kollaps und dann ist der Krieg gewonnen. Oh, wir haben es gleich geschafft. Gleich ist Deutschland Geschichte. Haben wir nicht mehr viel Zeit. Ich habe nicht gleich keine Manpower mehr. Wie können denn die noch 50% Punkte haben, Alter? Jetzt mal ohne Witz. Was soll denn der Scheiß? Wir stehen so knapp vorm Sieg, ne? Und die cheaten sich immer weiter. Ausrüstung und Truppen. Und die könnt mir gerne das ganze Zeug alles schicken. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ja, jetzt habe ich keine Manpower mehr. Jetzt können wir unsere Offensive einstellen. Polen hat zwar leider kapituliert, aber Italien ist jetzt im Bürgerkrieg versunken und wir pushen hier hart im Süden Richtung Achse. Und dennoch bin ich nicht bester Dinge gerade. Ja, jetzt fehlt die Manpower. Jetzt fehlt einfach komplett die Manpower. Die Deutschen machen gerade, was sie wollen. Die machen uns gerade hart kalt. Versorgung bricht komplett zusammen. Wir haben zwar immer noch komplett Green Air. Die Deutschen schaffen es weiter, nicht Luftüberlegenheit zu erlangen, aber die deutschen Divisionen haben weiterhin volle Ausrüstung, volle Panzerdivision. Das ist gerade... wir haben bereits 7,3 Millionen Mann verloren, die Deutschen 13 Millionen. Haben aber angeblich immer noch... Das ist halt auch alles gecheatet, Mann. Wer hatte denn die dumme Idee überhaupt? Ja, keiner verteidigt meine Grenzen mehr. Unsere Truppen sind geschlagen. Die anderen Boys chillen auf ihrer Insel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe gerade 8 Stunden meines Lebens verschwendet. Wir haben nicht mal gewonnen. Immerhin Griechenland lebt noch. Das ist das Wichtigste. Und wir haben immer noch Green Air. Das ist genauso wichtig. Ja. Und damit an der Stelle verabschiede ich mich von euch für heute. Und wisst ihr was? Heute dürft ihr auch mal Krabben essen. Weil ich bin gerade schlecht drauf. Bin gerade traurig. Wir hatten eigentlich schon gewonnen. Nee, ihr dürft trotzdem keine Krabben essen. Also nicht vergessen, keine Krabben essen. Und ich bin trotzdem traurig. Hatten alle recht, die geschrieben haben, wir schaffen das nicht. War doch zu hart. Ich glaube, mit Deutschland hätten wir es geschafft. Aber die Baguettes sind halt immer noch die Baguettes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.